Guten Morgen zu dieser Sonderstunde. Mein Name ist Herr Christel. Ich bin Vorsitzender des Schulvereins und möchte Ihnen heute ein wenig mehr über den Schulverein erzählen. Wie ich sehe, ist der Schulverein für Sie kein Begriff. Um Ihnen aber deutlich zu machen, wie unscheinbar und zugleich wichtig der Schulverein ist, haben wir ein paar Beispiele vorbereitet, die Sie sicherlich überraschen werden. Es geht los! Auf geht's! Wie lange werden wir unterwegs sein? Keine Ahnung. Seht euch die Wolken an! Oh, die Aussicht ist einfach wundervoll! Ja, das stimmt! Endlich sind wir da und die Herberge ist voll cool. Ich freue mich schon auf die Ausflüge. Paris ist toll. Ich will endlich den Eiffelturm sehen. Nur schade, dass Jonas nicht mit konnte. Ja. Hat's dir sicher gefallen. Bestimmt. Oh, wann machen wir Pause? Meine Füße tun weh. Ja, meine auch. Wann sind wir endlich da? Und wo gehen wir eigentlich hin? Ich muss aufs Klo. Oh, ich hab Hunger. Ich hab Durst. Hätten wir nicht einfach mit dem Bus fahren können? Ich will nach Hause. Wir machen immer nur dasselbe. Ja, nie irgendwas Spannendes. Immer nur das langweilige Spazieren. Wann sehen wir endlich den Eiffelturm oder sonst irgendwas? Da hätte ich ja gleich zu Hause bleiben ja. können. Ja. Mhm. Los, beeilt euch, es geht los! Auf geht's! Wie lange werden wir unterwegs sein? Keine Ahnung. Voll cool, dass ich mitkommen kann. Seht euch die Wolken an! Oh, die Aussicht ist einfach wundervoll. Ja, das stimmt! Endlich sind wir da und die Herberge ist voll cool. Ich freue mich schon auf die Ausflüge. Paris ist toll. Ich will endlich den Eiffelturm sehen. Das ist der Wahnsinn! Wusstest du, dass der Eiffelturm so groß ist? Ich möchte unbedingt nochmal dahin. Ja, ich freue mich schon richtig auf morgen, wenn wir endlich mehr sehen können. Weißt du, was wir morgen machen werden? Nein, leider nicht. Aber ich kann es kaum erwarten. Ja, das wird toll. Mhm. Bestimmt. Locker. Ich will noch hier bleiben. Ja. Können wir das nicht einfach nochmal machen? Ja. Können wir bitte erst morgen zurück? Bitte. Wann ist die nächste Klassenfahrt? Bei uns steht das Wohlergehen der Kinder im Vordergrund. Und genau deshalb wollen wir verhindern, dass Kinder alleine zurückbleiben. Die Kinder sollen als Klassengemeinschaft gemeinsam viel Spaß auf der Reise haben und dabei viel erleben. Unser Augenmerk liegt dabei auf der Unterstützung einzelner Kinder, aber auch auf der besseren Ausgestaltung der Reisen für alle Kinder durch die Finanzierung von Ausflügen. Aber dies wird ohne Ihre Hilfe nicht möglich sein. Aber das ist nicht das Einzige, was der Schulverein für Sie und Ihre Kinder... Oh. Verzeihung, das sollte eigentlich nicht passieren.
Was viele nicht wissen, ist, dass die Musikinstrumente auch größtenteils durch den Schulverein finanziert werden. Wir achten besonders darauf, die Kinder in ihrer Kreativität zu fördern. Kommen wir zurück zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Auch das Studienzentrum gäbe es in dieser Form nicht. Die Schüler haben durch uns die Möglichkeit, in der Pause abzuschalten und dem Schulalltag für eine halbe Stunde zu entkommen. Sie müssen hier nicht nur lesen, sondern können auch Spiele spielen und im Internet sich fortbilden. Gucken wir doch mal, was ohne uns noch da wäre. Nun haben Sie die Projekte gesehen, die wir bereits verwirklichen konnten. Doch um Ihrem Kind die Zukunft angenehmer zu gestalten, brauchen wir Ihre Unterstützung.